Hey, hey. Hey. Hi. Und? Was macht ihr gerade? Du, wir bereiten uns vor auf die 8. Woche in Mathe. Wie bereitet euch davor? Wir bereiten uns wöchentlich vor. Im Kurs sind dann einzelne Videos. Die sind echt informativ anzuschauen und auch kurzweilig. Vor allem, du kannst immer machen, wenn du es immer auch möchtest. Und wenn du mal was nicht verstanden hast, hältst du das Video einfach an und spulst zurück. Genau. Das ist ja cool. Habt ihr dann auch ein normales Skript noch zusätzlich? Ja, das gibt's auch noch, ja. Ist ja cool. Aber eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Du arbeitest dir alles an den Videos und machst dann die Aufgaben, sodass du dann in der Fragestunde Fragen stellen kannst. Und wie läuft das Ganze dann ab? Genau, das sieht man hier im Kurs. Also da ist alles aufgelistet. Und wie ist das mit den Videos? Sind die dann auch 1,5 Stunden lang, so wie die Vorlesung? Nein, die sind immer aufgeteilt in die einzelnen Themen. Das heißt, du kannst selber entscheiden, wann du dir welches Thema anschaust. Hallo zusammen. Also, wir treffen uns zur 8. Woche. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja. Ich hätte noch eine Frage zur Aufgabe 2 bei den Matrizen. Die habe ich noch nicht ganz verstanden. Könnten Sie die vielleicht nochmal erklären? Gerne, ja. Also, wir hatten folgende Fragestellung. Und wir brauchen die Lösungen. Und jetzt nehmen wir die Inverse hier auf diese Seite. Okay. Hallihallo, Fragestunde, 8. Woche, ich grüße Sie. Gibt's Fragen? Bitte? Ich hätte noch eine Frage zur Aufgabe 5a, dort zur Ableitung. Wie funktioniert die? Tja, dann schauen wir es uns doch mal an. Und zwar, worum geht es bei dieser Aufgabe? Da geht es um eine Parallelschaltung von Widerständen und der Gesamtwiderstand rechnet sich wie folgt aus. So, ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ja, perfekt. Dankeschön. Gerne. Haben Sie jetzt alle deine Fragen geklärt? Ja. Also, so kann ich mir Mathe vorstellen. Ja, jetzt gucken wir mal unten, oder, was es zum Mittagessen gibt. Ich habe so einen Bärenhunger. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.